Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video. Heute geht es mal wieder um ein kleines Photoshop-Tutorial. Und zwar möchte ich euch einfach mal zeigen, wie ihr ganz einfach einem Bild einen Sepia-Look verpassen könnt. Viel Spaß! Ihr seht, ich habe jetzt schon so ein Beispielbild geöffnet. Über dieses Bild möchte ich gleich so einen Sepia-Look drüberlegen. Das ist in so einer Scheune entstanden, wie ihr das schon seht. Ich möchte einfach, dass das noch so einen gewissen antiken Touch bekommt und deswegen lege ich hier so einen Sepia-Look noch drüber. Das Ganze geht wirklich sehr, sehr einfach, sehr schnell und deswegen würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Zunächst einmal gehen wir oben auf Bild, auf Modus. Wir wollen das Ganze jetzt in einen Duplex-Modus umwandeln. Ihr seht aber, das ist momentan noch ausgegraut. Das liegt einfach daran, dass der Duplex-Modus nur funktioniert, wenn euer Bild in Graustufen ist. Das heißt, wir müssen zunächst einmal das Ganze in Graustufen umwandeln, bekommen dann hier die Meldung, dass die Farbinformationen verworfen werden. Das bestätigt hier einfach. Jetzt habt ihr das Ganze in Schwarz-Weiß umgewandelt. Geht dann noch einmal auf Bild, Modus und schon seht ihr, könnt ihr das ganze Bild in den Duplex-Modus umwandeln. Ihr seht, dann öffnet sich ein Fenster, Duplex-Optionen, wo ihr dann eure Farben genau auswählen wollt. Solange ihr einfarbig ausgewählt habt, hier bei Art, könnt ihr hier nur eine einzige Farbe auswählen. Hier ist jetzt erstmal bei der Standardeinstellung Schwarz drin. Das Schwarz würde ich euch empfehlen, auch zu lassen, einfach damit wir die Kontraste im Bild behalten. Wir wählen jetzt hier einfach den Bereich Duplex aus. Heißt also, wir legen zwei Farben fest. Die erste Farbe ist das Schwarz, um die Kontraste zu behalten. Bei der zweiten Farbe klicken wir hier einfach auf dieses weiße Kästchen, gehen dann hier in den Orange-Bereich rein und können uns dann hier einen Orangeton aussuchen. Ihr seht das, direkt im Bild wird das dann auch sofort angezeigt, wie das Ganze dann wirkt. Das heißt also, ihr sucht euch einfach einen Orangeton aus, der nach eurem Geschmack am besten zu dem Bild passt. Wir nehmen jetzt einfach mal diesen Ton, bestätigen das Ganze. Und dann haben wir noch ein zweites Feld, mit dem wir arbeiten können. Das ist hier diese Linie und zwar ist es wie eine Gradationskurve. Wenn ihr jetzt hier einen Doppelklick drauf macht, öffnet sich so ein Fenster und dann kennt ihr das schon, wenn ihr mit Gradationskurven schon bearbeitet habt. Dann könnt ihr hier ganz normal die Linie entsprechend anpassen, wie ihr das haben wollt, oder ihr tragt eure Werte hier direkt ein. Ich mache das immer lieber direkt hier an dieser Kurve. Ich ziehe mir das hier so ein bisschen runter, damit ich noch ein bisschen mehr Kontrast reinbekomme. Hier hinten nochmal ein Stück nach oben. Und dann denke ich, passt das schon ganz gut. Vielleicht noch ein ganz kleines bisschen mehr, damit wir noch ein bisschen mehr Kontrast reinbekommen. Und dann gefällt mir das auch schon ganz gut. Dann könnt ihr das mit OK bestätigen. Zum Schluss klickt ihr einfach nur noch einen Namen für die Farbe fest. Keine Ahnung, nennen wir das Ganze einfach mal Sepia. Bestätigen das mit OK. Und schon habt ihr euren gewünschten Sepia-Ton im Bild. Wenn ihr hinterher noch weiterarbeiten wollt an dem Bild, empfehle ich euch, das Ganze wieder umzuwandeln in den RGB-Modus. Und schon könnt ihr ganz normal an eurem Bild weiterarbeiten. Ihr seht, mit einem Sepia-Look zu arbeiten, ist eine sehr einfache, sehr schnelle Variante. Ihr könnt euch natürlich dazu auch noch eine Aktion erstellen, damit ihr das direkt am Bild einmal anklicken müsst und dann habt ihr euren Sepia-Ton. Aber ich denke, es ist ein sehr kurzer Weg, wo man einen ganz schnellen Sepia-Ton einstellen kann. Vorteil, wenn ihr das über den Weg macht, ihr könnt dann natürlich direkt bei dem Orangeton nochmal genau schauen, welcher Orangeton soll es sein, damit das Ganze dann natürlich auch zu eurem Bild passt. Es ist ja manchmal, möchte man das ein bisschen stärker, manchmal ein bisschen weniger haben, je nach Motiv. Deswegen glaube ich, trotzdem ein sehr schneller, einfacher Weg, um das Ganze dann auf das Bild anzuwenden. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, teilt das Video mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ciao!